Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für OTV. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten ist lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Es gibt in dem OERH-Bericht eine ganze Reihe von Einzelpunkten, die sicher hörens- und lesenswert sind, auf die man auch reagieren muss. Insgesamt sollte man aber konstatieren, dass wir hier in Bayern eine Haushaltssituation haben, die man in jedem anderen Bundesland sich nur wünschen würde. Dass hier einzelne Punkte genannt sind durch den OERH, die man nun in besonders großartiger Weise versucht darzustellen, muss man zur Kenntnis nehmen, auch darauf reagieren, Fehler abstellen, aber das Ganze doch ins richtige Verhältnis wieder setzen. Wir können auch froh sein, dass es den obersten Rechnungshof gibt, der immer wieder auf solche Mängel hinweist. Er weist da beim Steuervollzug schon seit Jahren darauf hin. Wir bringen das auch immer wieder vor. Der Finanzminister verspricht, aber es passiert viel zu wenig beim Spende. Gut, da ist es natürlich auch so, dass man jede einzelne Ausgabe überprüfen muss. Erwachsenenbildung ist sehr sinnvoll und sehr wichtig, aber so wie überall muss man auch hier darauf schauen, wird das Geld auch richtig verwendet oder nicht. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Ich glaube, wir müssen jetzt in aller Ruhe und in sachliche Diskussion führen, überlegen, was ist wirklich sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ich persönlich bin inzwischen sehr kritisch geworden gegenüber all diesen Vorratsdatenspeicherungen. Am Anfang meint man ja, man hat ja nichts zu verbergen, warum nicht? Aber es wird inzwischen sehr viel bevorratet und das muss man ja in aller Ruhe und sinnvoll gestalten. Alles andere ergibt keinen Sinn. Nun fehlt natürlich ein Mittel der Verbrechensbekämpfung. Es stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise das zu kompensieren ist. Da wird man sich aber im Wesentlichen auf die Expertise unserer Behörden verlassen müssen. Das war wieder Plenum TV für OTV. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Servus.